Also man kann das so als Gruppe machen, man kann das nicht nur in der Schule machen. Das ist eher logisches Denken. Manchmal rätseln meine Eltern auch mit. Ich finde Mathe im Advent eine gute Erfindung. Mathe im Advent ist für uns eine Gelegenheit, eigentlich Spaß an Mathematik zu vermitteln, Herausforderungen, auch einen ganz anderen Blick auf das Fach, als die Kinder eigentlich aus der Schule kennen. Natürlich wollen wir die Kinder reinziehen in das Fach. Es werden jeden Tag Aufgaben ins Netz gestellt. Morgens ab 6:30 hat man Zugang zu diesen Aufgaben. Man kann als Klasse teilnehmen, wodurch dann so ein Gruppeneffekt zustande kommt. Das heißt, es machen dann auch Kinder bei den Aufgaben mit, die vielleicht ansonsten alleine an so einem Wettbewerb nicht teilnehmen würden. Nein, wenn er von außen anfängt, dann dreht er es ja gegen den Uhrzeiger. Wir haben so ungefähr 150.000 Schüler, die mitmachen. Jedes Jahr jetzt, die kommen aus allen möglichen Schulformen, nicht nur aus dem Gymnasium. Es ist eine schöne Bereicherung zusätzlich zum Schulstoff der Mathematik. Was ich sehr schön finde, das ist, dass die Kinder anfangen, über Mathematik zu kommunizieren. Ich finde Mathematik sind immer sehr schön gestaltete Aufgaben. Die Figuren, also die Wichtel, sehen auch sehr witzig aus und sie haben auch wichtige Aufträge oder Aufgaben, die man lösen muss. Wir bekommen von den Schülerinnen und Schülern, aber auch von den Lehrerinnen und Lehrern und den Eltern sehr viel Zuspruch. Deutschland ist einfach ein Land, das sehr viele junge Leute in den MINT-Fächern für den Nachwuchs braucht, also in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik. Natürlich spielen sicher auch bei vielen die Preise eine Rolle. Wir haben ungefähr 2000 Preise jedes Jahr. Die Preisverleihung ist schon irgendwie ein Highlight, weil die Kinder kommen und ihre Begeisterung zeigen.